So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Autobahn. Ich möchte gerne mit euch über Dinge reden, die ihr auf oder am Rande einer Autobahn schon erlebt habt. Wir können sprechen über Unfälle, wir können reden über Erlebnisse auf Parkplätzen und Raststätten. Ich würde sehr gerne mal mit einem Geisterfahrer sprechen, der also aktiv Geisterfahrer war und vielleicht sogar einen Unfall verursacht hat oder hoffentlich ist es alles gut gegangen. Dann können wir auch sprechen über Verbrechen auf Rastplätzen. Unser Thema Autobahn heute Nacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Nummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heute Nacht ist die Gabriele und Gabriele ist 30 Jahre alt. Hallo Gabriele. Hallo. Schön, dass du da bist. Guten Morgen. Morgen, etwas nervös. Ja, das ist normal. Du hast dich zu unserem Thema Autobahn gemeldet. Ja, ich hatte vor ein paar Jahren beim Autounfall Erste Hilfe geleistet, bei dem der Verunfallte vor Ort verstorben ist. Mhm. Was war das für ein Unfall? Ja, der ist gegen Leitplanke gefallen, im Autobahnkreuz Düsseldorf-Nordwalder, ist aus dem Wagen geschleudert worden und hatte schwerste Kopfverletzungen unter anderem. Und du warst im nachkommenden Verkehr? Ja, ich war relativ danach, ein paar Autos. Und hast dann sehr schnell gebremst? Und ja, ich habe gebremst, ich habe gesehen, es hat keiner geholfen, es liegt jemand auf der Straße. Ah ja. Und du konntest so schnell abbremsen, dass du dann auch an dem Unfallort zum Stehen kamst? Ja, der Verkehr hat sich schon vor mir gestaut und von daher ging das. Achso, und es hatte kein anderer half, niemand tat was? Nein. Das wobei, direkt mit mir kam dann noch eine andere Frau, aber die ersten sind vorbeigefahren, die haben nur daneben gestanden und geguckt. Ja. Was hast du denn gemacht? Du bist dann zu diesem verletzten und verunfallten Menschen hingegangen. Wie ging das dann weiter? Ja, ich habe mir erstmal geguckt, was er für Verletzungen hat. Konnte man das sehen? Ja, doch. Also ich habe auf jeden Fall erstmal gesehen, dass sehr viel Blut auf der Autobahn schon lag im Kopfbereich. Mhm. Hab gemerkt, dass er noch geatmet hat und gestöhnt hat. Das war sein Mann? War ein Mann, ja. Wie alt ungefähr? Ungefähr Mitte 50. Ja. Hat er die Augen noch auf? Die waren irgendwie ganz komisch verdreht. Mhm. Mhm. Und man hat halt auch gesehen, so, also klar, die offene Schädelverletzung. Mhm. Da guckte der Knochen durch an der Stirn und Blut aus Ohren, Nase, Mund. War für mich auch schon klar, dass ein schwerer Schädelbruch ist. Ja. Das Bein war verdreht, beim Atmen hat man Röcheln gehört. Ja. Ja, und dann habe ich halt geguckt, ob ich irgendwo einen Verbandskasten herbekomme, aber ich wollte fragen, eine Minute man, nicht. Kommst du aus dem medizinischen Bereich? Nein, ich studiere Theologie. Theologie. Ich versetze mich gerade in deine Situation. Wenn man einen so schwer Verletzten sieht, gerät man ja unter Umständen selbst auch in Panik und weiß gar nicht, was ist jetzt richtig an Erster Hilfe zu leisten oder ist es sogar richtig, gar nichts zu machen und auf den Krankenwagen zu warten? Wie hast du dich verhalten? Ja, ich mache regelmäßig Erste-Hilfe-Kurs. Also seit meinem 12. 13. Lebensjahr mache ich immer so alle zweieinhalb Jahre Erste-Hilfe-Kurse. Mhm. Und was hast du dann mit dem verletzten Mann gemacht? Ja, also die andere Frau und ich haben erstmal umgedreht, damit er wieder besser atmen kann. Mhm. Krawatte auf, Hemd auf. Mhm. Dann habe ich versucht, ihn etwas zu beruhigen, noch anzusprechen. Mhm. Die Hand auf die Schulter gelegt, weil, also selbst wenn Leute ja nicht hören, dass man mit ihnen spricht, der Körperkontakt wird ja noch gefühlt. Mhm. Ja. Mhm. Und als wir dann Verbandskasten hatten, hatte ich dann die Kopfverletzung abgedeckt und ja, geguckt, also Puls und Atmung überprüft, ob das stabil bleibt. Mhm. Beruhigt. Ja. Immer noch irgendwas geredet, also auch, als er dann irgendwie nicht mehr gestimmt hat. Ja. Und dann auf den Krankenwagen gewartet. Ist er denn noch verstorben, bevor der Krankenwagen kam? Nein. Also der Krankenwagen kam nach ungefähr einer Dreiviertelstunde. Mhm. War schon sehr lange. Das ist sehr lange, ja, wenn jemand schwer verletzt ist, wirklich, ja. Ist auch wiederholt angerufen worden, also vor mir hat jemand angerufen. Mhm. Ich selbst habe dann auch nochmal angerufen, habe gesagt, dass der verblutet. Also man hat auch gesehen, dass der Oberkörpergang aufgebläht war. Und verstorben ist er insgesamt noch ungefähr anderthalb Stunden. Dann auf dem Weg ins Krankenhaus? Nein, noch vor Ort, also unter meinen Händen quasi. Also ich war bis zum
Schluss mit der Erste Hilfe mit dabei. Also. Ja. Ach so, das heißt, der Krankenwagen kam schon relativ spät und dann dauerte es auch noch eine Weile, ehe die sich dann um ihn richtig haben kümmern können und dann ist er verstorben. Also, die haben sich da schon sehr schnell um ihn gekümmert. Die haben intubiert, die haben irgendwie Thoraxdrainage gelegt. Mhm. EKG ist dreimal reanimiert worden, es liefen vier Infusionen. Und also alles vor Ort dann, ne? Ja, Intensivmedizin vor Ort, genau. Und du warst dabei? Ja, ich hatte dann bis zum Schluss eine Infusionsflasche noch gehalten. Wir haben die dann teilweise auch mit der Hand ausgedrückt, damit die Flüssigkeit schneller nachläuft. Aber Wie hast du das erlebt, dass quasi in deinen oder vor deinen Augen ein fremder Mensch verstorben ist? Wie unwirklich. Also irgendeiner von der Feuerwehr hat mir dann die Infusionsflasche aus der Hand genommen und gesagt, dass er verstorben ist und keinen Sinn mehr hat. Und ich habe das nicht wirklich registriert. Also was war irgendwie wie Albtraum. Was macht man denn dann direkt danach? Kann man sich ins Auto setzen und nach Hause fahren? Was hast du getan? Ich muss sagen, die Notärztin vor Ort war, die war top. Die hat mit mir hinterher noch geredet, hat mir erklärt, dass ich alles richtig gemacht habe. Und nach Hause gebracht hatten mich dann die vom RTW-Team. Ach so, das heißt, du bist selbst nicht mehr gefahren? Nee, konnte nicht mehr. Also ich hatte nur noch am ganzen Körper gezittert. Ich war total neben mir und... So, dann bist du irgendwann zu Hause. Ich weiß nicht, lebst du alleine? Ja. Und dann warst du irgendwann alleine in deiner Wohnung? Ja. Was hast du dann getan? Hast du jemanden angerufen, den du kennst? Einen Freund, eine Freundin? Nein. Überhaupt nicht. Also für mich war es wie Schock. Ich habe auch mich bei der Erste-Hilfe-Leistung verletzt. Ich habe das erst am Tag später gemerkt, dass ich selbst verletzt war. Ich habe gar nichts mehr mitbekommen. Wie hast du dich verletzt? Also ich denke, das ist in der Zeit gewesen, in der ich den Mann rumgedreht habe. Da ist mir mal kurz schwarz geworden vor Augen. Und ich musste hinterher am Handgelenk operiert werden. Ach so. Also irgendwas verdreht oder? Ja, ich bin wohl... Also wenn ich es richtig erinnere, muss ich wohl irgendwie auf ein Teil gefallen sein, was da rumflog vom Auto. Ich hatte eine starke Prellung mit einem Blut- und Sehnenfach. Ja. Und das Ganze ist jetzt wie lange her? Es war 2010-2000. 2000? Also schon sehr lange her. Ja. Dir aber noch sehr klar vor Augen alles. Ja, ich bin auch immer noch in therapeutischer Behandlung. Ich habe immer noch ein Trauma. Immer noch seitdem? Ja, also teilweise Panik beim Autofahren, Flashbacks. Du hast du dich ja wirklich ausgesprochen vorbildlich verhalten. Würdest du es wieder tun? Oder hättest du Angst? Persönlich für mich würde ich es wieder tun. Ich kann aber keinen dazu anregen. Also ich habe, wie gesagt, diese Handverletzung. Ich habe keine Entschädigung bekommen. Ich habe auch keine Entschädigung fürs Trauma bekommen. Und ich für mich, ja, ich möchte auch, wenn es irgendwo geht, wenn ich jetzt Helferkurs machen. Aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen, jemanden ist jemand verletzt und du musst helfen. Weil ich weiß, hinterher bleibt man dann alleine mit dem Problem, mit dem Trauma oder körperlichen Verletzung. Das ist ein sehr schlimmes Resümee, was du da ziehst. Weil eigentlich müsste man genau den Leuten, und wir alle appellieren ja immer an alle, dass man helfen soll und eben nicht vorbeifahren soll und nicht glotzen soll und so weiter. Eigentlich müsste man ja gerade den Leuten, den Helfern hinterher auch helfen, wenn sie angeschlagen sind. Und du warst ja nun sehr angeschlagen, was ja auch verständlich ist nach so einer heftigen Sache, die du da geschildert hast. Also Hilfe habe ich eigentlich fast gar nicht bekommen. Mein Rechtsanwalt versucht immer noch vom Rheinischen Gemeinde- und vom Versicherungsverband irgendwie eine Entschädigung zu bekommen. Ich hatte ewig lange gebraucht, bis sie mir überhaupt geglaubt haben, dass ich vor Ort gewesen bin. Da muss ich auch sagen, hat mir der WDR geholfen. Der war schneller als der Leichenwagen, hat einen Film gedreht, davon für die Aktuelle Stunde. Ja. Und das Video haben die mir zugeschickt. Und damit konnte ich erst überhaupt beweisen, dass ich vor Ort gewesen bin. Sehr gut. Sehr gut, ja. Also das war wirklich hilfreich, aber es hat mir der Sache nicht weitergeholfen. Du hast gerade gesagt, du bist Theologiestudentin. Ja. Das heißt, aufgrund so deiner Weltanschauung, deines Glaubens, ist es ja eigentlich auch selbstverständlich, dass du das machst, ne, oder gemacht hast. Ja, auf jeden Fall. Also mir ist schon klar, also ich werde auch jetzt mal wieder helfen. Ich habe auch danach weiter bei Unfällen geholfen, was halt immer wieder zu einer Retraumatisierung geführt hat. Aber ich verstehe jetzt niemanden liegen lassen. Ich verstehe schon, was du sagen willst, dass das Ganze eben nicht damit getan ist, dass man eben vor Ort mal hilft
und dann nach Hause fährt und es ist wieder gut, sondern unter Umständen trägt man da viele Jahre mit, hat viele Jahre damit zu schaffen, so wie du jetzt auch. Ja, du hast und das hat mich auch im Studium beeinflusst, also überhaupt nochmal das Studium komplett umgekramt, wie gehe ich mit Tod um. Mhm. Aber du hattest damals, warst du damals schon am Studieren? Nein. Doch, ja. Doch, auch schon? Ja. Und ist es dann wegen dieser, das war im Jahre 2000, ich habe es so richtig verstanden, ne? Ja. Hast du dadurch dein Studium auch längere Zeit unterbrechen müssen? Ich habe quasi weiter studiert, aber ich kann mich kaum noch konzentrieren. Ich kann manchmal nicht zur Uni fahren, je nachdem wie das Wetter ist. Da traue ich mich nicht rauszufahren. Du bist aber im Moment immer noch in psychologischer oder psychiatrischer Behandlung. Ja, also mit Unterbrechung wieder. Ja. Möchtest du noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führen? Ja, wäre ganz gut. Ja, dann möchte ich dir das wirklich sehr gerne anbieten, dass du dich mit Heide unterhältst. Die ist heute Nacht hier bei mir. Die hat jetzt auch das Gespräch mitgehört. Ich danke für deine offene Schilderung und dass du angerufen hast, Gabriele, und finde es wirklich toll, was du gemacht hast, auch wenn du jetzt sehr darunter leiden musst. Aber ich finde es sehr, sehr, sehr vorbildlich. Ich vertraue am ganzen Körper, wenn ich wieder drüber rede. Glaube ich. Aber ich finde, dass du es toll gemacht hast. Also muss man ja auch sagen. Danke. Liebe Gabriele, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Und ja, du legst auf und wir rufen dich jetzt gleich wieder an. Das heißt, die Heide ruft dich an. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, heute Nacht heißt unser Thema Autobahnen. Was habt ihr auf einer Autobahn, um eine Autobahn herum oder wegen einer Autobahn schon alles erlebt? Stichwort Unfälle, Stichwort Verbrechen auf Parkplätze, Stichwort Parkplatz oder Raststätten, Sex oder Stichwort Geisterfahrer. Ich hatte gestern schon euch erzählt, dass in dieser Sendung wir noch nie mit, oder ich noch nie mit einem Geisterfahrer gesprochen habe. Ich wäre sehr interessiert, mit jemandem zu sprechen, dem das passiert ist, der aus Versehen auf die falsche Seite gekommen ist oder der sogar das bewusst gemacht hat. Das hört man ja auch immer wieder mal, dass Leute bewusst auf die falsche Autobahnseite fahren, um sich zu töten oder ich weiß nicht, was für Gründe dahinter stecken könnten. 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Hier ist der Bernd und Bernd ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Warum hast du zum Thema Autobahn angerufen? Ich wollte mal gerade sagen, jetzt so einfach das Umschalten zu der Voranruferin ist vielleicht nicht jetzt ganz so einfach. Ja, weil du einen ganz anderen Themenbereich jetzt ansprichst. Ich rufe zu einem ganz anderen Themenbereich und zwar geht es um den lieben Sex auf Autobahnparkplätzen. Ah, wovon man ja immer wieder viel hört. Wovon man viel hört und ja. Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was du da so erlebt hast oder beobachtet hast? Ja, also es ist erstmal so, ich bin aktiv, ich bin im Internet unterwegs, ja. auf Foren, auf Seiten, ja. wo man erst eine Zeit lang chattet, sich unterhält und sich dann trifft, spontan. Mhm. Und das vorwiegend dann auf der Autobahn? Das dann vorwiegend speziell auf einem Parkplatz. Ja. Etwas abseits. Ja, und dann Sex hat. Ich wollte gerade sagen, weswegen man trifft, das weiß man ja. Das weiß man durch die Vorgespräche. Ja. Sind das spezielle Autobahnraststätten, die man, gibt es welche, die schon berühmt dafür sind, dass man sich da trifft, oder ist es immer jedes Mal irgendwie eine andere? Nein, es ist eigentlich immer die gleiche. Ach so. Es ist immer die gleiche. Darf man die nennen? Ich glaube ja, ne? Ist doch kein Geheimnis, oder? Ich sage mal, das ist die Autobahnraststätte Herford Ost. Ja, ich kenne sie nicht, aber ist ja jetzt auch egal. Die A2, also das ist hier die von Dortmund nach Berlin geht oder so. Ach so. Mhm. So, jetzt hast du im Netz vorher gechattet mit einer Frau, gehe ich mal von aus. Und dann fährt man hochaufgeregt zu diesem Rastplatz. Nein, hochaufgeregt, also die Anspannung, die fällt eigentlich in den Gesprächen vorher. Aha. Naja, aber du weißt ja nicht, wem du dann auch gegenüberstehst da. Nein, also so vom Aussehen, man tauscht vielleicht schon mal ein Bild aus, aber so. Man telefoniert vorher, ja. weil es sehr, sehr viele Faker gibt in dieser Szene. Genau, dann fährst du hin, da ist keiner. Und
und da sichert man sich dann dementsprechend ab, damit man da so eine kleine Sicherheit hat. Wie ist denn so die Zeitspanne? Kann es sein, dass du abends um 20 Uhr beispielsweise mit jemandem anfängst, im Internet zu chatten und um 23 Uhr trifft man sich schon dann real auf der Autobahn? Das kann durchaus passieren. Das kann passieren. Wie vereinbart man dann irgendwie Erkennungssignale oder man sagt, welches Auto man fährt, Autonummer oder wie geht das? Es ist nicht nur das Auto, wenn man vereinbart, abseits zu stehen. Es gibt so spezielle Zeichen von wegen Standlicht anlassen, Innenraumbeleuchtung, Rücklicht, oder Standlicht einzelseitig. Da gibt es schon immer Möglichkeiten, sich zu verabreden. So, jetzt sehe ich gerade den Bernd auf den Platz rauffahren. Er fährt an den Rand und sieht das Standlicht von der Schönen, mit der er sich verabredet hat. Richtig. So, jetzt gehst du dahin. Jetzt siehst du zum ersten Mal neben deinen diese Frau, mit der du vielleicht nur gechattet oder vielleicht kurz telefoniert hattest. Wie geht's dann weiter? Tja, man spricht noch ein paar Worte vorher. Ich möchte sagen, dass nicht alles nur auf Sex gebaut ist. Steigt man dann schon gleich in das Auto der anderen Person oder macht man das noch auf dem Platz im Stehen? Nein, man steigt eigentlich gleich ein. Man steigt gleich ein. Also ich mach's zumindest, weil es ist immer ein bisschen blöde, es ist auch abends noch Verkehr jetzt und so. Ja. Wenn man so einfach dran steht, dann man verabredet sich ja vorher, um zu wissen, wer man ist und so. Dann passiert halt das, worauf man eigentlich Lust hat. Und darüber hat man vorher schon so geredet oder gechattet? Da redet man und chattet man vorher drüber. Triffst du dich hauptsächlich im Dunkeln oder kann das auch schon mal nachmittags passieren? Das kann auch schon mal nachmittags passieren. Aber ist es dann nicht irgendwie heikel, ihr macht es doch dann im Auto? Richtig. Und das ist ja nun gerade kein einsamer Platz, eine Autobahnraststätte. Man kann sich abseits stellen. Was auch gut funktioniert, ist, sich nachts zwischen parkende LKWs zu stellen. Dann haben aber die LKW-Fahrer ihr Späßchen, wenn die runtergucken, oder? Richtig, aber ich sag mal so, es ist ja nicht immer nur Sex, das wollte ich gerade schon mal andeuten. Ja. Es gibt vielfältige Frauen, die einfach auch nur mal gestreichelt oder auch nur ein Gespräch haben möchten. Ja, das glaube ich, aber es gibt vielfältige Männer, die darauf überhaupt nicht stehen und dann wahrscheinlich enttäuscht sind, oder? Richtig. So, und du zählst zu welchen? Ich bin da offen. Du bist offen. Also du kannst dich auch mal gerne mit einer Frau nur unterhalten. Richtig. Ehrlich? Ja. Ist man da nicht gefrustet, wenn man da hinfährt? Man will eigentlich nur Sex haben und dann... Nein, das ist ja vorher... Wenn es vorher so besprochen ist. Aber dann muss man sich ja nicht treffen. Da kann man ja auch telefonieren, wenn man nur reden will. Sich nicht so streichen. Die Erfahrung, ja, wenn... ich sag mal, es gibt Ehefrauen, die haben zu Hause nicht viel zu reden und freuen sich einfach mal, wenn sie sich mit einem jüngeren Mann unterhalten können über Gott und die Welt. Ja. Wie ist denn deine Altersspanne so? Von wie viel bis wie viel gehst du? Also bis 50. Bis 50. Genau. Bist du denn ein Solomann? Ich bin Solomann, ja. Ist das für dich, wie oft machst du das? 3-4 Mal im Monat. Ist ja schon eine ganz gute Frequenz. 3-4 Mal im Monat also. Ja. Was ist der besondere Reiz für dich, das so zu machen? Man könnte sich auch zu Hause treffen zum Beispiel. Ich sag mal, zu Hause es ist nicht mehr so frei, es ist... Es ist nicht neutral. Von sich preis, ja. Ja, ja. Mhm. Und ja, so ist es, ich sag mal jetzt locker, lustig gesagt, ein schnelles Kommen und Gehen. Mhm. Mhm. Ja, du hast ein schnelles Kommen und Gehen. Hast du denn zu diesen Frauen vielleicht auch schon mal einen Zweit- oder Drittkontakt oder ist das immer nur einmal? Also bis jetzt habe ich es noch nicht gehabt. Immer nur einmal bisher? Ja, sonst. Wie lange betreibst du diesen Sport schon? Das geht jetzt fast 3 Jahre. 3 Jahre schon. Also ich habe keine normale Beziehung. Ja, ja. Ich habe meine eigene Sexualität und genieße das eigentlich, wenn als Zusatz. Also ich bin nicht gebunden, so dass ich da irgendwo... Ja. Gab es denn schon mal Zwischenfälle, dass irgendwie jemand heimlich zugeguckt hat oder dass die Polizei kam oder dass es irgendwie Randale gab oder irgend sowas? Ja, also Spanne hat man eigentlich regelmäßig. Mhm. Will man nicht vielleicht auch ein bisschen Spanne haben, wenn man sich schon an einem solchen Ort trifft? Das bleibt jedem selber überlassen. Wie ist es bei dir? Wenn es zum richtigen Verkehr kommt, dann, es ist,
Es kommt immer, man hat ja teilweise nicht immer ganz alles aus, ja, dass nur die Hose runter ist. Und dass dann Leute halt an der Beifahrerseite stehen. Es gibt solche und solche auf solchen Parkplätzen. Ja, es gibt Zurückhaltende, die sich einfach in die Scheibe stellen, die man nicht mitkriegt. Es gibt aber auch Leute, die dann einfach klopfen oder sogar abends mit Taschenlampen reinleuchten, um mehr zu sehen. Das ist ja nur besonders dreist. Wo dann aber auch die Scheibe runter und gesagt wird, hau ab. Hau ab. Ja. Also wenn man spricht vorher darüber, man weiß ja, welche Parkplätze frequentiert werden. Ja, ja. Man kann auch das Standlicht im Auto, die Innenraumbeleuchtung anlassen, wenn man zu zweit sich sicher ist, dass man beobachtet werden möchte. Ich verstehe, klar, manche stehen da ja auch drauf. Richtig. Nun ist ja dieser, ich sag mal, der Geschlechtsakt als solcher etwas schwierig zu vollziehen in eher kleineren Autos. Das ist ja unbequem. Also. Oder? Ich fände es unbequem. Also ich sag mal, es geht sogar in den kleinsten Autos auf Rückbänken. Ist mir klar. Es geht im kleinsten Raum, ja. Aber es macht ja nichts aus, wenn es dann da drückt und zwickt und man stößt da den Kopf an und hier. Nein, das ist ja auch immer dieses Gefühl des Kicks dabei. Verstehe. Ja. Also so dauerhaft bin ich eigentlich irgendwo für mich momentan jetzt raus. Immer das Gleiche. Ja. Und ja, das ist halt dieser besondere Kick, den man dabei hat. So, wann geht's wieder auf die Rolle? Ich denke mal am Wochenende irgendwo. Immer so in dem. Ich möchte jetzt keine Werbung für Seiten betreiben, wo man werden kann. Nein, wollen wir gar nicht machen. Aber du bist immer so in dem Radius, wo du wohnst, bist du unterwegs. Ja. Ich hab's 30 Kilometer, 60 Kilometer. Ein Auto muss man natürlich haben, ne? Ohne Auto läuft ja gar nichts. Richtig, also. So, Bernd. Dann danke ich dir für die Schilderung. Okay. Finde ich sehr interessant und viel Spaß weiterhin. Und vielleicht noch ein Satz. Die Mädels sollten schon ein bisschen aufpassen, ne? Dass da nichts passiert. Ist es gefährlich für Frauen? Also ich sag mal unter Vorabsprache nicht. Aber ich denke so, Frauen brauchen sich eigentlich nicht viel Angst machen, wenn fremde Männer dazu kommen, weil die Männer eigentlich auch ein bisschen mit aufpassen. Wenn es vernünftige Männer sind. Mhm. Also generell gilt natürlich bei solchen Aktionen immer ein bisschen vorsichtig sein, wie auch immer. Richtig. Auf das dann auch wirklich nichts passiert. Besonders auf Verhütung und so weiter. Das sowieso. Das ist immer dann Reden, achtet darauf und achtet darauf. Ja. Und das ist, also safe ist sicher. Ja, das machst du auch, dann bin ich ja schon mal beruhigt. Anders geht es nicht, weil wenn man die Leute nicht wieder sieht. Ja. Definitiv, gar keine Frage. Lieber Bernd, ich danke dir für deinen Anruf und viel Spaß am Wochenende. Danke. Tschüss. Thema Autobahn heute Nacht bei uns. 0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch oder mailt domian@wdr.de. Weiter geht es jetzt mit der Sonja. Und Sonja ist 50 Jahre alt. Guten Morgen, Sonja. Ja, hallo, Domian. Ja, hallo, Sonja. Ich freue mich mal mit dir zu sprechen. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Sonja, was ist passiert auf der Autobahn? Bei mir geht es auch um das Thema Sex auf der Autobahn. Mhm. Und zwar arbeite ich als Prostituierte und besuche Lkw-Fahrer auf Rastplätzen und. Ach, du besuchst du die da oder stehst du da? Nein, ich besuche sie da. Und rufen die dich an, dass du da hinkommen sollst oder wie geht das? Ja, bei uns in der Gegend ist es üblich, dass wir in einer Zeitung unsere Dienste anbieten. Ach so, ja. Und unter anderem auch LKW heißt das dann. Und da wissen dann die Tracker, die besucht mich. Ach so, das heißt LKW-Dienste, das bedeutet, die Mädels kommen dann auf die Autobahn. Ja. Dann fährst du mit deinem Auto dahin und... Ich fahre alleine mit meinem Auto dorthin. Ja. Mach halt vorher erkennen LKW, Autonummer, Farbe. Ja. Und das sind wirklich, die Kunden sind dann wirklich ausschließlich LKW-Fahrer. Ja, also ich selber mache nur ausschließlich LKW. So, und dann kletterst du in so ein Riesending da rein? Ja. Oben? Ich war noch nie in so einem großen Truck oben drin, fällt mir gerade so ein. Ist das so, dass die auch so eine große Liegefläche zum Schlafen haben? Ja, groß. Na, groß nicht, aber man kann da zu zweit liegen? Ja. Und man kann da auch Sex haben? Kann man auch liegen, wenn er nicht gerade urstig ist. Funktioniert. Ja. Kletterst du denn mit den LKW-Fahrern dann oben in diese Schlafkoje oder wird's? Ja, es gibt unterschiedliche. Es gibt ein paar, Typ weiß ich jetzt nicht genau, die haben oben eine Schlafkoje. Das ist natürlich furchtbar. Ja. Das ist so oben unterm Dach, eine Hühnerleiter hoch. Also, das ist nicht so schön. Ansonsten ist ja der Schlafplatz hinter den Sitzen.
Und das ist dann auch dein Arbeitsplatz quasi dann? Sozusagen, ja. Du bist ja jetzt auch nicht mehr so die ganz Jüngste, ne? Sag ich Nein. mal mit 50. Nein. Ist ein gutes Alter, aber du bist eben keine 20 mehr alt. Nein. Ist das so eine, ich sag mal, auch öfters gefragt von den Männern, dass ja auch etwas reifere und erfahrene Frauen anrufen? Ja. Durchaus. Also man kann also in dem Geschäft noch gut tätig sein, auch mit 50. Ja, absolut, absolut. Ich lebe davon. Wie lange machst du das schon? 8 Jahre. 8 Jahre. Hast du also ich biete meine Dienste auch in einer Wohnung an, aber das auch dazu. Also bist du ja recht spät in das Geschäft eingestiegen, ne? Ja. Mit 42. Ja. Was hast denn du vorher gemacht? Friseurin. Friseurin? Hm. Ja, auch ein Traumberuf. Und wie kam die Idee dann mit 42? Ich meine, das ist ja schon eine Entscheidung zu sagen, jetzt werde ich Prostituierte. Sicher wie bei allen auch aus einer finanziellen Notlage heraus. Ach so. Hm. Erst als Zubrot, ja, und dann irgendwann die Entscheidung, weil man das nebenbei dann zu stressig ist. Was nun? Friseurin oder das? Ja, und hast du dich für das entschieden? Ja. Lebst du allein oder bist du verheiratet? Oder? Nein, ich habe einen Freund. Du hast einen Freund? No. Und der weiß auch Bescheid? Ja, den habe ich im Privatbereich kennengelernt. Und der kann damit leben? Ja. Ja. Damals, als du eingestiegen bist, warst du da in einer festen Beziehung? Auch, ja. Auch. Und hast es da am Anfang erst heimlich gemacht oder auch deine Beziehung schon gleich gesagt? Nein, habe ich gleich gesagt. Gleich gesagt. Mutig, mutig. Und wie hat dein damaliger, ich gehe mal davon aus, dass das jetzt ein anderer Partner ist, oder ja, ist das noch, ja. Wie hat dein damaliger Partner darauf reagiert? Ja, sagen wir mal nicht begeistert, aber es war damals unsere finanzielle Notlage. Ja, so. Und ich sag, ich probiere es mal. Kannst du dich denn an das erste Mal noch erinnern? Wahrscheinlich ja, ne? Nee, nicht mehr so ganz. Nicht mehr? Ich kann mich nur daran erinnern, dass der Gast dann später erzählt hat, wie ich mich verhalten habe, worüber ich heute natürlich sehr lache, ne? Wie hast du dich denn verhalten? Ja, eigentlich sehr reserviert, sehr schüchtern. Ja, ist auch normal. Völlig inaktiv. Ja, klar. Abwartend. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine große Hemmung ist, ja, wenn man das zum ersten Mal das macht. Ja. Und dann eben auch in einem fortgeschrittenen Alter einsteigt. Ja, ist es. Hast du Kinder? Ja. Wie alt sind die? Er ist erwachsen. Erwachsen. Ein Kind. Ja. Und weiß der Bescheid, was die Mama macht? Ja. Ja, der weiß auch Bescheid. Und das ist auch kein Problem. Da gab es nicht Naserümpfen und... Nö. Nee, das gab's nicht. Wir haben ein sehr offenes Verhältnis. Ja. Er weiß es. Wir jetzt darüber nichts wissen. Nee, ist klar, aber... Arbeit und kommt von Arbeit nach Hause, was fertig. Und wie ist es so im Verwandtenkreis oder in der Nachbarschaft? Wissen die das auch alle? Ein Teil. Ein Teil. Also du gehst da schon relativ offen mit um. Ja, es ist... mein damaliger Partner, mit dem wo ich das dann halt angefangen hat, mal dann nach der Trennung aus einer Wut heraus vielen erzählt und die dann bei mir nachgefragt haben und da habe ich dazu gestanden. Es ist wahrscheinlich auch viel, es ist auch viel besser, weil du freier lebst. Ja. Sonst hast du Angst, oh Gott, hoffentlich kommt das nicht raus und hoffentlich sieht mich hier keiner und dann erzählt der das und so weiter. Es passiert aber auch halt, dass du Gäste triffst, die du einfach kennst. Ja, gibt es das? Ja. Also, dass bekannte Lkw-Fahrer, Nicht nur Lkw-Fahrer, halt auch normale. Normale. Die du auch irgendwie vom Sehen kennst. In der Wohnung empfange ich ja auch. Mhm, ja. Lass uns mal auf diese Lkw-Nummer zurückkommen. Ja. Wenn du also dahin fährst, das heißt, du hast eine Anreise und... Maximal 20, 25 Kilometer zu. Immerhin. Was kostest du? Ja, je nachdem, was ich... Also sagen wir mal so, das sind noch... Wie viel? 120 bis 150. Also je nachdem, wie weit ich fahren muss. Achso, sagen wir mal ein normales Nümmerchen. 20, eine Stunde. Genau, sagen wir mal eine Stunde, normales Nümmerchen und 20 Kilometer Anfahrt. Ja, so Pi mal Daumen. Hm? Ja, das wären dann wie viel? 120 Euro. 110. Mhm. Bist du denn jetzt von deinen Schulden, von denen du gerade gesprochen hast, runter? Ja. 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 Und das, was du jetzt verdienst, das ist ja wahrscheinlich viel, viel mehr als das, was du früher als Friseurin verdient hast. Also, ja.
Kannst du so sagen, wie viel? Doppelt, dreifach, vierfach, fünf, sechsmal so viel wie früher? So, fünf, sechsmal. Fünf, sechsmal, okay. Ja. 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 Wie lange willst du es noch machen? Solange ich gefragt bin, mache ich. Es ist einfach jetzt mein Job. Ja. Wie ist denn das? Wie sind denn so LKW-Fahrer drauf, wenn du dann zu denen kommst? Ist das ein Die meisten lustig. Lustig. Es macht Spaß. Man quatscht unwahrscheinlich viel. Also die Stunde ist dann nicht der reine Sex. Ja. Also je nachdem. Es passiert, dass du eine halbe Stunde quatscht. Sind das nettere Kunden als so die, die in die Wohnung kommen? Ja. 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 Sie sind meistens sehr einsam. Mhm. So jetzt, weil sie außer ihrem Sprechfunk, wenn sie jetzt die Woche über auswärts sind, haben sie niemanden. Ja. Und erzählen halt. Ja. Man schwatzt dann und ich frage dann, wo kommst du her, was hast du denn geladen? Ja. Blablabla. Macht halt so ein Späßchen. Ja. No, und. Und gibt's, ja. Gibt es da schon Gäste, die du kennst, die, ja die immer ja. dann auch immer wieder kommen? Weißt du ein bisschen was über die Männer? Sind die alleinstehend oder haben die Frauen Kinder zu Hause? Meistens eine Frau zu Hause. Meistens eine Frau. Und machen das dann so nebenher? Nebenher, ja, erzählen dann auch warum oder wieso. Mhm. Hast du schon mal eine. Machen. Ja. Ist dann immer lustig, wenn dann hier das Engelbild, gerade Bayern Richtung, die LKW-Fahrer dann über dem Lenkrad hängt und ich sag dann, naja, Sonntag gehst du dann wieder beichten in der Kirche. Ach so. Finde ich dann natürlich auch immer lustig. Ist ja vielmals, ist ja ihre gute Stube, ja, sag ich dann auch immer, ne? Sie haben ja auch viel dabei. Bist du denn bisher, wenn wir jetzt bei den LKW-Fahrern bleiben, eigentlich immer so mit, ich sag, mit dem normalen Sex konfrontiert worden? Oder gab es auch schon mal heftige Sachen, die man von dir verlangt hat oder von dir erwünscht hat? Nee, das sprechen wir eigentlich auch im Vorfeld ab. Ach so. Und wo sind bei dir so die Grenzen? Was würdest du nicht machen? Ja, ich gehe nicht auf Griechisch, Faust, Spiele. Griechisch? Was ist Griechisch? Analspiele. Analspiele. Also Anal. Ja. Mhm. Es gibt dann Faustspiele oder dann die Natur. Fäkalien hast du mal gesagt, Spiele? Ja, gibt auch nicht. Mhm. Nee. Also einfach sie so, die, ich sag mal so, der relativ normale Sex läuft bei dir ab. Schön. Und in der Regel wollen die Männer das auch so haben. Deine Kunden zumindest so. Ja, also alles. Ein bisschen in die kuschelige Schiene. Ja. So sind die LKW-Fahrer halt, ne? Ein bisschen kuscheln und schönes Nümmerchen schieben und dann ist es gut. Ja. Ne? Ja. Ich gehe davon aus, so wie du locker und nett darüber sprichst, dass auch noch nie irgendwas Schlimmes passiert ist oder was, wo du Angst gehabt hast. Ja, wir haben, dadurch, dass ich ja alleine fahre, ich arbeite ja in der Wohnung nicht alleine. Mhm. Und je nach Tageszeit habe ich Freundinnen, die ich dann anrufe. Mhm. Ach so, das, so, nach dem Motto, wenn ich jetzt gleich anrufe und sage, ich bleibe eine Stunde, weiß sie, Ach so, das ist so die Versicherung. Ja, aber ansonsten rufe ich an, ich bin auf dem Heimweg. Aber bisher ist alles noch gut gegangen. Ja, Gott, ich hatte früher auch mal einen Chef, der hat dann halt draußen gewartet. Ja. Aber drinnen ist man ja immer alleine. Klar. Aber die Vorhänge werden zugezogen. Da ist man ja immer allein. Aber jetzt hast du keinen Chef, jetzt bist du dein eigener Chef. Ich bin mein eigener Chef. Das ist auch richtig so, Sonja. Ja. Was sollen dann auch andere Leute mitverdienen, was du da machst? Ja, man überlebt sich das irgendwann. Liebe Sonja, sehr interessant. Ich hoffe, dass das alles weiterhin gut läuft bei dir. Ja, da danke ich dir. Und dass du so deinen Job für dich auch gut auf die Reihe kriegst, Christ. Das ist kein Problem für dich zu unterscheiden zwischen Job und deiner privaten Beziehung. Nein. Das ist ein ganz anderes Set. Finde ich ganz wichtig, ne? Sonst kann man, glaube ich, diesen Job nicht machen. Ja, machst du ja wirklich das, was dir absolut gefällt. Hast du denn dann privat noch Lust auf Sex mit deinem Freund, wenn du so oft schon dann tagsüber mit Kunden Sex hattest? Ja, natürlich. Du hast ja nicht mit jedem Kunden Verkehr. Deine sexuelle, Verkehr erstmal nicht und auch nicht deine eigene sexuelle Befriedigung. Hast du, Schlussfrage, hast du schon mal in einem LKW mit einem LKW-Fahrer, der dein Kunde war, einen Orgasmus gehabt? Auch, ja. Doch auch? Ja. Also ist nicht so, dass das Ehrensache ist, dass das Prostituierte keinen Orgasmus haben? Nee. Kann schon mal passieren. Ich sag immer, warum soll ich dann den Spaß nicht genießen? Klar, wenn du den Typ gut findest und es ist eine wenn ich den Typ gut finde. Ja, klar. Ja.
Was? Die alte Spanne kann ich noch sagen. Also ich habe vorhin gerade überlegt, der Jüngste war 23 ja. und der Älteste zurzeit auch ein Stamm-LKW-Fahrer, 63. Ja, habe ich mir auch so gedacht, die Richtung, ja. 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 Liebe Sonja, alles Liebe, alles ja, Gute. Bleib gesund und bleib danke. Munter. Alles ja, Gute. Tschüss. Tschüss. Das war die Sonja und hier geht's weiter mit unserem Thema Autobahn und dem oder der, ich weiß nicht, Sihan, stimmt das? Das stimmt, ja. Cihan, mit dem. Cihan, dem. Ist das ein türkischer Name? Das ist ein türkischer Name, das ist richtig. Cihan. Das ist immer so schön, dass man die türkischen Namen in der Regel als Deutscher ganz gut aussprechen kann. Ja, das sind die Deutschen so langsam gewöhnt. Ja, in der Tat. Das ist richtig aber, so. Aber das mit dem Klischee mit Türk und BMW, das ist nicht so ganz richtig immer. Da habe ich ja gar nicht von gesprochen gerade. Ja. Nee, die meisten haben das ja so ein bisschen im Kopf immer. Ja, aber viele türkische Jungs fahren in der Tat gerne Dreier-BMWs oder Dreier-Cabrios-BMWs. Ist so, wenn ich hier in Köln über den Ring gehe. ja, ist doch nicht schlimm. Ja, das kommt wahrscheinlich daher, dass das mit dem Sound vielleicht zu tun hat oder mit der Sportlichkeit. Vielleicht. Genau. Ja, vielleicht. Weswegen hast du angerufen? Ich rufe an, weil ich gerne ganz schnell fahre und meistens den Wagen ausfahren möchte. Was hast du denn für ein Auto? Ich habe einen 3er BMW. Über was reden wir? ja. So, da bist du jetzt bei mir beim Richtigen. Weil ich hasse die Raser. Obwohl ich auch gerne schnell fahre, muss ich dir auch sagen. Aber ich hasse die Raser. Mhm. Wo rast du denn? Meistens auf der A2. Ja, nee, so, also auf der, da auch, wo Geschwindigkeitsbegrenzungen sind? Teilweise schon. Ich habe auch einen Radarwarner. Ja. Damit ich halt die Polizei umgehen kann, auch die Knöllchen und die halt Fahrverbote umgehen kann. Sag mal, das weiß ich, diese Radarwarner, die warnen immer, wenn irgendwo ein Radar steht? Genau. Auch bei den mobilen Blitzern. Ja. Bei den Laserblitzern und auch bei den Starrekästen. Ist das ein illegales Gerät? Das ist natürlich illegal. Den habe ich versteckt in meinem Fahrzeug eingebaut. Ja. Dass das bei Polizeikontrollen, bei Routinekontrollen gar nicht auffällt. Das heißt, du bist noch nie gefasst worden? Ja, vorher, wo ich kein Gerät hatte. Ja. Wie schnell fährst du denn? Ich fahre, wenn ich 260, 250 immer. So wie halt die Straße mal ist. Natürlich. Nehmen wir an, da ist auf der Autobahn 130 oder eine Geschwindigkeitsbegrenzung 130. Dann können wir Cihan durchaus da mal mit 250 durchbrettern sehen. Natürlich, wenn die Wege dafür gegeben sind, kein Problem. Ja. Ich finde. Natürlich möchte ich auch ungern andere damit gefährden. Aber du gefährdest damit andere. Natürlich, klar, aber. Natürlich. Du gefährdest deinen. Heftig. Ja, das kann ich verstehen, dass der Kick heftig ist. Ja, der Kick aber ist groß. Und wenn man auch noch Freunde dabei hat, ist es natürlich noch bekloppter, wenn man, oder dann redet man sich ja noch mehr rein. Ja. Und ja. Die meisten mögen das sogar. Ja, ist mir völlig klar. So, das ist die eine Seite, dass der Kick natürlich, dass der Kick kickt, ist mir auch klar. Mhm. So, aber du bist ein junger Kerl von 22 Jahren. Das heißt, du riskierst dein Leben, deine Gesundheit. Das hat schon mit der Kindheit angefangen. Und? Du riskierst das Leben anderer Menschen und die Gesundheit anderer Menschen. Wenn du auf der Intensivstation liegst, wirst du anders denken. Wenn du erfährst, dass durch deine Fahrweise vielleicht jemand ums Leben gekommen ist, eine Familie oder Kinder, wirst du anders denken. Ja. Aber natürlich andersrum, wenn man mit einer sehr hohen Geschwindigkeit einen Unfall macht, dann wird man wahrscheinlich gar nicht mehr zur Intensivstation kommen. Ja, das macht es ja nicht weniger schlimm, wenn du dann tot bist oder andere Menschen tot sind. Das ist richtig, ja. Ich will es dir wirklich, ich sage es dir wirklich ganz, ganz, ganz klar, mein Lieber. Ich habe da überhaupt kein Verständnis für. Wenngleich ich ein Verständnis für den Kick habe, aber da muss man gegen angehen. Das ist absolut verantwortungslos, was du da tust. Du benimmst dich einmal illegal, dadurch, dass du so ein Gerät hast. So, und dann sagst du mir natürlich, du bist ein guter Autofahrer, ist mir völlig klar. Bisher ist ja auch noch alles gut gegangen, ist auch klar. Aber das ist keine Garantie, dass es immer so ist. Ja, ich versuche ja auch soweit auf die anderen Rücksicht zu nehmen. Ja, aber das funktioniert nicht, wenn du so fährst, wie du es mir gerade geschildert hast.
Das ist eine Frage der Zeit, dass du irgendwann in einen sehr schweren Unfall verwickelt wirst. Das könnte durchaus möglich sein, ja. Ich versuche das auch einzugrenzen. Aber das sagst du so einfach dahin, Mensch. Hast du keine Mutter? Natürlich, klar. So, willst du deiner Mutter antun, dass du schwerst verletzt oder tot bist? Nein, natürlich nicht. So, oder deiner Familie. Du wirst Brüder haben, du wirst Schwestern haben. Das würde jeder nicht wollen. Ja, aber das muss man sich doch dann immer wieder in den Kopf reinhämmern, auch wenn man das geil findet, wenn man schnell fährt. Ja. Das Heftige ist, dass dadurch jetzt nicht mit Auto, sondern mit Motorrad ein Nachbar von mir umgekommen ist. Aha. Der hat mit zwei anderen Freunden ein Rennen durchgestartet. Mhm. Die anderen zwei haben die Kurve geschafft und wollte sich halt ein bisschen mehr beweisen und hat die Kurve nicht geschafft und war sofort gehirntot. Aber dann hast du es doch jetzt relativ in deinem nahen Umfeld mitbekommen. Rüttelt dich das denn nicht ein bisschen wach? Oder rüttelt dich das nicht wach? Natürlich, deswegen brauche ich irgendwas, wo ich das eingegrenzt trotzdem noch machen kann und dann geh, wo ich mit anderen nicht gefährden kann. Ja, dann, ich meine, es gibt doch genügend Möglichkeiten, ich weiß nicht, von wo du an bist, rufst du aus Nordrhein-Westfalen an? Ja, aus Bielefeld. Ja, also es gibt ja genügend Strecken in Nordrhein-Westfalen, also auf dem Nürburgring zum Beispiel, wo man so richtig brettern kann, was das Zeug hält, wenn man Spaß im schnellen Fahren hat. Erkundige dich da ganz einfach, wo du es legal machen kannst, wenn du Bock drauf hast. Und mach es nicht illegal auf der Autobahn. Natürlich, klar, das habe ich auch schon. Und da kannst du deine Jungs auch mitnehmen und ihr habt einen riesen Spaß dabei. Natürlich, das ist auch eine Überlegung wert. Ja, definitiv. Also weil alles andere, was du machst, ist einfach scheiße letztendlich. Ja, scheiße, aber das ist wirklich ganz anders, wenn man auf der Autobahn schnell fährt, als nur auf einer Rennstrecke. Ja, gut, natürlich ist es anders, aber es geht halt nicht alles unter einen Hut zu kriegen. Ja. Weil da musst du halt abwägen, was ist die Gefahr und was ist der Spaß. Ja. Und man muss halt bisweilen auf Spaß verzichten, wenn die Gefahr zu groß ist. Die Situationen sind anders, die Gefahren sind anders. Das ist mir klar. Man kann alles nicht so sagen, was da passieren kann. Okay, aber das ist dann halt so. Ja. Wir beide können klar miteinander reden. Und du hast mir ja gerade auch selbst zugestanden, was für Risiken bestehen und wie viel Schmerz du beispielsweise deiner Familie antun würdest, wenn etwas passieren würde. Natürlich, klar. Und das ist ja das Problem. Und das ist genau der Kick daran. Mhm. Die Gefahr. Ja, gut. Meistens geht's so. Mhm. Aber jetzt reden wir ein bisschen im Kreis, ne? Ja. Irgendwann muss man sagen, scheiß Kick, ich verhalte mich einfach jetzt vernünftig. Ich verhalte mich vernünftig, ich habe auch Bock noch 30, 40, 50 Jahre, 60 Jahre zu leben und werf nicht alles hin nur wegen eines Kicks. Hol dir einen Kick irgendwie anders. Betreib irgendeinen tollen Sport oder so, wo du deinen Kick kriegst. Wo vielleicht auch nur du beteiligt bist. Ja, habe ich auch schon mit Boxen versucht, aber ist nicht dasselbe. Nee, das ist nicht dasselbe. Aber dann such dir vielleicht irgendeinen Sport, wo du das Gefühl, diese Intensität des Kicks zumindest kriegst. Hast du eine Freundin zurzeit? Ja, eine Freundin habe ich schon, aber die lastet mich nicht so richtig aus. So, was sagt die denn, wenn du so Sachen, weiß sie das? Natürlich weiß sie das. Sie fährt manchmal auch mit, aber die hält sich auch an der Tür manchmal fest und an den Haltegriffen. Schlimm genug. Also ich glaube, das Beste ist in deinem Fall, wenn du an deine Mutter denkst. Was du deiner Mutter antust, wenn du sowas machst. Naja. Ich glaube, das ist der zentrale Gedanke. Ja, das stimmt schon. So, mein Lieber. Ich wäre sehr froh, wenn du nicht mehr rasen würdest auf der Autobahn. Ja. Ich werde das mal versuchen einzumachen. Weißt du, das machen in deiner Clique, das machen vielleicht alle in deiner Clique. Aber mutig ist zu sagen, nee, pass mal auf, Jungs, ich mach das nicht. Das ist mutig. Mitzumachen ist, du machst alles nach, was alle anderen auch machen. Ja, bei mir fing das schon in der Kindheit an. Ja, ist ja egal. Dann ist jetzt das Eisenbahn, dass du aufhörst. Ja? Ja, ich würde versuchen einzugrenzen. Ich würde mich freuen. Alles klar. Hau rein. Dann weiter so. Du bist super. Dankeschön. Alles Gute. Ich bin ein richtiger Fan von dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, unser Thema heute Nacht heißt Autobahn. Was habt ihr auf einer Autobahn, wegen einer Autobahn oder am Rande einer Autobahn vielleicht schon alles erlebt? Und ich warte immer noch auf den Geisterfahrer. Wenn sich jemand traut, wahrscheinlich traut sich niemand,
dazu anzurufen und sich dazu zu bekennen. Ich würde gerne mit einem Geisterfahrer reden. Hier ist Iris und Iris ist 59 Jahre alt. Hallo Iris. Ja, und hier hast du deine Geisterfahrerin. Ich habe eine Geisterfahrerin. Ja. Ich fasse es nicht. Ich war in Spanien unterwegs und kam dann auf eine Autobahnauffahrt und es gab zwei Straßen. Eine sehr schmale, da habe ich gedacht, also das kann nicht sein. Und es war aber eine sehr breite und ich habe gedacht, die Breite, die muss ja nun zur Autobahn führen, ne? Ja. Ja, und was war? Es kam, ich fuhr drauf, es kam mir einer entgegen mit einem ganz guten Tempo. Ja. Er fuhr gleich mal in die Wiese, Gott sei Dank war kein Graben da. Ja. Ich dann voll in die Bremsen, nachdem ich gesehen habe, dass da irgendwas nicht stimmen konnte. Hast du es in dem Moment gleich kapiert? Ja, also Gott sei Dank. Ja. Ich bin dann also rechts ran und auf die Bremse. Mhm. Dann kam dann schon der Nächste, der fuhr auch gleich in die Wiese. Und dann habe ich gesagt, wie soll, also habe ich denen signalisiert, dass sie warten sollen, damit ich umdrehe und damit ich dann auf die kleine Auffahrt komme. Ach so, dann hast du auf der Autobahn gedreht quasi? Auf der Auffahrt. Es war die Auffahrt. Ach, es war nur die Auffahrt? Ich war noch nicht auf der Autobahn. Du warst noch nicht auf der Autobahn? Zum Glück. Zum Glück. Sonst wäre es also etwas kriminell geworden. Also ist das bei dir definitiv ein Versehen gewesen? Ja, es war auch nicht gekennzeichnet. Ja, im Ausland kann ich mir das vielleicht auch noch eher vorstellen. In Deutschland kann ich das nicht verstehen. In Deutschland kann ich das auch nicht. Ist es ja wirklich für... Obwohl mir in Ostfriesland schon mal zweimal Geisterfahrer entgegen... Ehrlich? Hast du schon mal erlebt? Ja. Horror. Zweimal. Oben in Ostfriesland, in der Nähe von Emden. Auf welcher Spur fuhrst du, links oder rechts? Ich fuhr rechts und die kam mir auf der linken Spur entgegen. Hast du da reingucken können, was für ein Gesicht die hatten, die Fahrer? Nein. Nee. Und die fuhren weiter? Die fuhren weiter, ja. Unfassbar. Unfassbar, finde ich. Ich habe auch gesagt, also das kann es überhaupt nicht geben. Wie sind die erstmal draufgekommen? Wie sind die draufgekommen in Deutschland? Ich meine, gut, wenn... Ich finde, das ist idiotensicher beschildert in Deutschland, finde ich. Nein, nicht unbedingt. Nicht? Nicht unbedingt. Und zwar bei Baustellen. Ja, vielleicht. Ist es manchmal so, da kannst du dich wirklich vertun, dass du in die... Also, dass du nicht rechts rumfährst, sondern dass du geradeaus fährst und schon bist du Geisterfahrer. Du musst doch dann, kommen wir nochmal auf Spanien zurück, als du es erlebt hast, du musst doch auch in dem Moment einen Schock gekriegt haben, oder? Nö. Iris ist ja ganz cool. Nein. Die hat gedacht, ich bin hier auf der falschen Richtung, ich drehe mal kurz und alles ist wieder gut. Nein, ich bin also sehr viel Auto gefahren. Ja. Und da schockt dich eigentlich relativ wenig. Ja, aber das ist ja nun schon... Ich weiß gar nicht... Ich habe einen Schreck gekriegt, klar. Wenn man auf der Autobahn auf der falschen Seite fährt, ich meine gelesen zu haben, dass die Polizei empfiehlt, auf keinen Fall zu drehen, sondern so rechts wie möglich ranzufahren, Warnblinkanlage anzumachen. Genau. Und zu warten. Zu warten. Ja. Genau. Weil die Gefahr, wenn man dreht, groß ist, dass man das dann... Ja, klar, die Leute kommen ja mit einer Geschwindigkeit daher, das kannst du ja gar nicht so schnell abschätzen. Mhm. Und wenn du drehst, ich meine, am besten ist dann links ran auf den Haltestreifen und einfach warten. Oder so, ja. Ja. Also das denke ich, ist das Beste. Was ich ganz schlimm finde, ist, das liest man ja auch immer wieder mal, dass Leute aus Selbsttötungsmotiven heraus... Das finde ich so feige und so widerlich. Dann sollen sie mit dem Auto gegen eine Mauer fahren, aber nicht andere Menschen so schlimm gefährden. Also, das ist link und gemein und das finde ich abartig. Mhm. Aber man hört es immer wieder. Dass andere Menschen da gefährdet werden. Ja, das finde ich ganz schlimm. Ja. Nein, also ich weiß nicht, was in den Leuten vorgeht, dass die andere Leute dann auch noch mit den Tod reißen wollen. Also das finde ich wirklich ganz schlimm. Ich finde es hier schon sehr, sehr schlimm, wenn Leute sich vor einen Zug werfen. Ja. Weil man immer den Zugfahrer auch mit reinreißt, ne, der nichts machen kann. Mein Großvater, der war Lokführer. Ne? Ah, ja. Und dessen größte Angst war wirklich, dass er irgendwann mal einen Selbstmörder vor den Zug kriegt. Und das hat er damals nicht erlebt? Nie? Nein, Gott sei Dank nicht. In den Zeiten war es vielleicht noch nicht so schlimm. Heute kommt das ja so oft vor. Also das war dessen größte Angst. Das glaube ich. Also der wäre da nie mit fertig geworden. Mhm. Und du kannst ja auch nichts machen. Überhaupt nichts. Du bist ja hilflos. Völlig hilflos. Der Zug hat eine Bremsstrecke und die schmeißen sich davor und Schicht. No? Sag mal, die Geisterfahrer da in Friesland, von denen du gerade erzählt hast, weißt du, wie das ausgegangen ist?
Hast du im Radio irgendwas gehört? Ich habe in den Nachrichten gehört, dass die Polizei dann kam und die irgendwie abgefangen hat. Ah ja, Gott sei Dank. Es ist auch Gott sei Dank kein Unfall passiert. Also Gott sei Dank, bei dir ist kein Unfall passiert in Spanien? Gott sei Dank. Aber wahrscheinlich bist du seitdem noch vorsichtiger, ne, bei den Auffahrten. Oh, ich gucke genau hin. Ja, ist auch richtig so. Doch, ich gucke ganz genau hin. So. Ja, da bin ich ja froh, dass es so gut ausgegangen ist. Ja, Gott sei Dank. Und du wirst nie wieder Geisterfahrerin werden, hoffe ich. Na, ich hoffe nicht. Liebe Iris, danke, dass du angerufen hast. Ja, vielen Dank. Gute Fahrt allzeit. Und dir alles Gute und toll dir deine Sendung. Dankeschön, sehr nett, dass du sagst. Jo, tschüss. Dann geht es weiter, muss ich mal meine Regie fragen. Meine Regie sagt etwas von einem Andreas, aber den habe ich gar nicht hier. Frage ich meine Regie mal. Ah, dann machen wir weiter mit dem David. Und David ist 35 Jahre alt. Guten Morgen, David. Guten Morgen. Hallo, David. Ja. Hallo. Ja, ja. Autobahn. Erstmal wollte ich sagen, es freut mich, dass ich mal durchgekommen bin. Ich freue mich auch, dass du da bist. Ja, und ich schaue deine Sendung sehr, sehr gerne. Mhm. Also schon sehr lange. Mhm. Und mein Fall ist folgendermaßen. Ich hatte eine spanische Freundin gehabt. Mhm. Die habe ich 1994 kennengelernt. 94? 1994, ja. Genau. Und zwar damals noch in Deutschland. Sie hat studiert und ist damals schwanger geworden. Und es war ein sehr, sehr kalter Winter. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Von 95 auf 96. Nee, kann ich mich nicht erinnern. Minus 25 Grad. Und sie hatte gesagt, sie geht zurück nach Spanien nach dem Studium. Und ich hatte meine Ausbildung noch fertig gemacht. Ja. Zum Industriekaufmann und sie hat gesagt, sie kommt nicht wieder. Mhm. Ich bin dann nach Spanien gefahren. Mein bester Freund ist dann mitgefahren. Ich habe ihn darum gebeten, dass er vielleicht mitkommt. Mhm. Er wollte Urlaub machen und hatte mir ein Auto gekauft, einen Gebrauchtwagen. Mhm. Und du bist in diesem heftigen Winter gefahren? Nein, das war Juli. Also. Ungefähr 6. Juli 1996. Ja. Sie war schon in Madrid und hat auf mich gewartet. Mhm. Das Problem war nur, sie hatte eine Fehlgeburt. Also sie hat auf mich gewartet, weil sie schwanger war. Mhm. Und ich musste aber meine Prüfung machen. Hab die auch bestanden und so weiter. Und jetzt bin ich gespannt, wie du auf das Thema Autobahn kommst. Genau. Ja, ich muss auf den Punkt kommen. Ja, genau. Okay. Er hat sich dann kurz entschlossen, er wollte erst nicht mitkommen, ja. Dass er mitkommt. Wir wollten nach Madrid fahren ja. und dann irgendwo an die Küste Urlaub machen. Ich wollte dann dort bleiben, ja. mit ihr zusammenleben. Hat er mir vor 3 Monaten vorher ein Auto gekauft, Gebrauchtwagen. Mhm. Und wir sind dann losgefahren. Dieses Auto hatte dann einen Motorschaden in Lyon gehabt. Also bist du mit deinem Freund gefahren? Richtig. Mhm. Wie sagt man, Kolbenfresser bei Lyon. Mhm. Also der Motor war total kaputt, hatte Öl verloren. Mhm. Wir mussten 10 Stunden warten auf den Mietwagen. Mhm. Den haben wir dann auch bekommen. Mhm. Bei einer bekannten Autovermietung. Mhm. Und ist denn irgendwas Besonderes dann auf der Autobahn passiert? Ja, es geht dann noch weiter. Und dann sind wir weitergefahren. Ich bin immer gefahren, weil ich ja die Verantwortung hatte. Mhm. Der Mietwagen war auf meinen Namen. Und hinter Barcelona konnte ich dann nicht mehr. Weil durch diese Wartezeit in Lyon, in Frankreich, war ich total übernächtigt. Mhm. Und da habe ich zu ihm gesagt, okay, wir essen jetzt was, trinken Kaffee und ich kann nicht weiterfahren, wir gehen in ein Hotel. Und er sagte mehrmals, nein, okay, ich fahre weiter. Ja. Dann ist er nach Barcelona weitergefahren. Und wer halt Spanien kennt, zwischen Barcelona und Madrid ist eine Autobahn. Ja. Die geht über Saragossa, da kommen vielleicht eine Handvoll Dörfer. Ja. Und meistens geradeaus. Ja. Und das war nachts.
Und das Schlimme ist, dass es da wirklich sehr langweilig ist. Ne? Aber also jetzt ist irgendwas Besonderes ist geschehen, das willst du mir erzählen. Was ist geschehen? Ich bin dann eingeschlafen, er ist gefahren. Ich bin aufgewacht, das Auto hat gerumpelt. In dem Moment bin ich aufgewacht, habe nur gesehen, wir sind von der Autobahn abgekommen auf das Feld. Und dann war Blackout. Dann, ich war bei Bewusstsein. Also es gab auf dieser langen Strecke offensichtlich einen Unfall. Ja. Und wir haben das letzte Schild vor Madrid, 50 Kilometer, ein Riesenschild, Madrid 50 Kilometer, diesen Betonsockel frontal dagegen gefahren. Das war ganz schlimm. Also dein Freund war ja am Fahren und der ist frontal dagegen gefahren. Du hast gerade gesagt, dass das so eine ewig lange Strecke ist. Ist er auch eingeschlafen, so wie du? Er ist auch eingeschlafen. Ach, ich habe das in 3 Sekunden oder 5 Sekunden, ich kann es nicht mehr abschätzen, gesehen. Ich bin ja aufgewacht durch das Rütteln. Im Nachhinein habe ich ja erfahren, dass wir so circa 140 Kilometer pro Stunde gefahren sind. Also dieses Rütteln, war das der Aufprall auf dem Betonpfeiler? Nein, das war das Feld. Achso, und dann seid ihr nochmal auf die Autobahn und dann gegen den Pfeiler? Oder dann danach an den Pfeiler geknallt? Genau. Ah ja, verstehe. Und ringsum war nichts, kein Baum, nichts. Wie schwer wart ihr verletzt? Ich habe 7 oder 8 Rippen gebrochen, Wirbelsäulenfraktur, das Bein, Trümmerbruch und ich war eine Woche in Lebensgefahr. Und ich habe gesehen, wie er gestorben ist. Ach, er ist dabei gestorben? Er ist dabei gestorben. Ich habe das gesehen. Und zwar, die Ärzte haben mir nie was gesagt. Meine Freundin ist ja sofort ins Krankenhaus gekommen. Ist ja nicht weit von Madrid. Die Ärzte haben überhaupt nichts gesagt. Ich habe aber gesehen, er hat rumgeschrien. Mutti, das wollte ich nicht, tut mir leid. Und ich habe ihnen immer gesagt, warte, es kommt gleich Hilfe. Also das ist ja nur ein ganz elementarer Schock, wenn man dann gemeinsam mit einem Freund fährt und der Freund dann bei dem Autounfall stirbt. Nun ist das ja schon viele Jahre her. Ja. Ist dir das heute noch alles sehr nah? Also es in den ganzen Jahren, sage ich mal, habe ich das vielen Menschen erzählt. Und immer wenn ich an den Punkt gekommen bin und erzählt habe, wie das passiert ist, haben sie sich abgewandt. Also sie haben das nicht so offensichtlich getan, aber... Die Leute haben sich abgewandt in dem Moment, wo du das Schlimme erzählt hast? Ja, es will so richtig niemand mehr wissen dann. Es klingt wahrscheinlich sehr, sehr, sehr schlimm. Nun war meine Frage ja, wie sehr dir das heute noch nachgeht, nach so vielen Jahren. Also ich bin dann ja in Spanien geblieben. Es gab da noch ganz schlimme Sachen mit der Krankenkasse und mit dem Arbeitsamt, weil ich habe überhaupt kein Geld bekommen. Die haben nur Probleme gemacht. Glaube ich, dass das damals sehr schlimm war. Meine Frage war, wie sehr dir das heute noch nachgeht? Es geht mir schon noch sehr nah. Also ich habe ab und zu Albträume. Damals war es wohl sehr schlimm und ich konnte es nur verdrängen. Also es wäre auch schön, deswegen rufe ich auch an, weil ihr habt ja auch irgendwelche Möglichkeiten, wo man sich hinwenden kann. Können wir dich gerne gleich beraten, David. Das machen wir sehr gerne. War das eigentlich, das habe ich am Anfang nicht so richtig verstanden, war das ein sehr enger Freund von dir? Das war ein sehr enger Freund. Sehr enger Freund. Und das Schlimmste war, das kann ich ja mal zum Schluss erzählen, ich hatte deinen Kollegen schon erzählt, ich habe seine Schreie im OP-Saal gehört und die Ärzte haben aber gesagt, dort im Krankenhaus, er wäre schon verstorben, aber ich war schon 2-3 Stunden im OP-Saal. Aber das sind so Horror-Szenarien.